Hallo. Grüß dich, Margarete. Bist du wieder in Haidhausen unterwegs? Ja, wir sind jetzt gerade hier in der wunderschönen Weißenburger Straße und wir wollen mal gerne die Perspektiven der Anwohner bzw. der Gewerbetreibenden hören. Es ist geplant, hier eine Fußgängerzone zu machen, temporär. Und ja, es ist wenig Bürgerbeteiligung gelaufen, wie bei uns im Tal auch. Und jetzt möchten wir gerne mal hören, was denn hier die Gewerbetreibenden sagen und welche Perspektiven sie einbringen werden. Da bin ich mal gespannt, was die Leute zu sagen haben. Ja, ich auch. Wir sind jetzt bei der Sabine, bei Keramik, Kunst und Pinselstrich. Im Hintergrund haben wir schon ganz tolle Sachen. Sabine, hallo. Hallo. Servus. Was habt ihr denn hier Besonderes? Bei uns ist, dass man selber kreativ werden kann. Das heißt, man sucht sich eine Keramik im Regal aus und bemalt sie nach seinem Geschmack und seinem Können. Genau, wir unterstützen, man bekommt Anleitungen, man bekommt Hilfsmittel, man bekommt Stempel, Holzstäbchen, Sticker, alle möglichen Hilfsmittel, damit auch wirklich was Schönes rauskommt. Also man kann Tassen, Schalen, alles Mögliche bei euch bemalen und dann wird's glasiert und gebrannt. Genau, so ist es. Die Teile bleiben hier, die müssen trocknen, dann werden die einmal in einen durchsichtigen Glasureimer gezogen und danach kommen die in den Ofen bei über 1000 Grad. Du Sabine, wer sind deine Zielgruppen? Alles. Alles. Es gibt keine Zielgruppe. Es gibt Erwachsene, es gibt Kinder, es gibt Kindergeburtstage, Junggesellinnenabschiede, Männer, Frauen. Es gibt keine Zielgruppe. Von 0 bis 100 kann jeder kommen und kann auch jeder was gestalten. Also bei euch ist so, wo ein bisschen die Kreativität zu Hause ist, wo man einfach für sich selber auch mit Herzblut und mit Liebe was gestalten kann. Ja, absolut. Und wenn man so einen Tag hat wie heute, wo es auch sehr ruhig ist, dann kommt man auch runter, man kann ein bisschen entspannen, viele plaudern, trinken nebenbei noch einen Kaffee und haben einfach nur eine schöne Zeit miteinander. Wie seid ihr draufgekommen, dass ihr sowas macht? Das weiß ich nicht genau. Ich habe das Glück, den Laden gab es schon und ich habe ihn übernommen vor etlichen Jahren und führe es halt so weiter und habe es dann irgendwann zu meinem gemacht. Und ja, jetzt hat es meine Handschrift und ja, ich liebe meinen Laden. Jetzt bist du die Sabine vom Pinselstrich. Genau, genau, genau so ist die Pinselbiene. Die Pinselbiene. Liebe Pinselbiene, jetzt haben wir die Fußgängerzone geplant bei euch in der Weißenburger Straße. Was ist denn deine Perspektive dazu? Wie siehst du das? Ich bin sehr, sehr zwiegespalten. In erster Linie denke ich, also was mich am meisten stört, ist, dass wir einfach übergangen wurden. Es heißt, wir werden mit einbezogen. Ich habe noch niemanden gesehen, niemanden gehört. Keiner nimmt wirklich Rücksicht auch auf unsere Bedenken und unsere Ängste. Und ich sehe es wirklich zwiegespalten. Es könnte, also eine Beruhigung dieser Straße würde ich auch begrüßen, aber eine Fußgängerzone überhaupt nicht. Ich glaube, dass die Planung auch nicht besonders gut gelaufen ist. In meinen Augen, ich bin kein Profi, aber ich glaube, ich hätte es ein bisschen anders gemacht. Und eine Fußgängerzone tut der Straße insgesamt nicht besser. Was ist, du hast vorher gesagt, ja, es hätte... Ihr hättet besser mit einbezogen werden sollen und es gibt aber auch vielleicht aus deiner Perspektive nochmal andere Ideen, wie es besser laufen könnte. Ja, aber die will ja auch niemand hören und wenn man dann einen Vorschlag macht, kommt nur die Antwort, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Ich habe mit meinem Laden auch von vorne angefangen und bei null angefangen. Und dann gesagt zu bekommen, naja, es kann ja sein, dass es einen Wandel in der Straße gibt, es kommt und er geht. Nein, ich will nicht gehen, ich will hier bleiben. Ich habe mir das aufgebaut und ich möchte hier gerne bleiben und nicht gehen müssen, weil der Wandel irgendwann kommt. Und ich glaube, dass eine Fußgängerzone kein besonders großer Fortschritt ist. Was wäre von dir eine Idee, wie man den Wandel positiv gestalten könnte, weil nur wenn man sich verändert, bleibt man sich selber treu.
Also mein Vorschlag wäre einfach eine Einbahnstraße, eine Einbahnstraßenregelung mit extremst reduzierter Geschwindigkeit meinetwegen und einer permanenten Be- und Entladezone. Ich meine, dann könnte man den Fußgängerweg verbreitern, wie es geplant ist, wie es gewollt wird. Da könnten da die Sitzmöglichkeiten hin, aber es können einfach alle Autos durchfahren. Und auch halten zum Be- und Entladen. Es gibt halt einfach viele, viele Läden, wo viele schwere Sachen gekauft und geholt werden. Wo willst du denn hier die Sachen dann tragen? Ich kann mir doch keinen Bollerwagen kaufen, um die Keramiken bis ans Ende der Straße zu bringen. Also das ist einfach Quatsch. Und eine permanente Be- und Entladezone wäre in meinen Augen was Gutes. Die Fußgängerzone würde in meinen Augen, aber das ist meine persönliche Meinung, über kurz oder lang eher zu einer Fahrradstraße werden. Und dann dieser Traum von spielenden Kindern auf der Straße, ist doch Utopie. Also das spielende Kinder haben auf der Straße einfach nichts verloren. Das kann ich machen, aber dann darf ich keine Fahrräder durchfahren lassen. Also es stimmt einfach alles nicht zusammen in meiner Meinung. Wir haben gestern ein bisschen drüber geredet. Ich schaue jetzt mal, was du da noch so mir alles gesagt hast, weil du hast so spannende Sachen gesagt. Zum Beispiel hast du gesagt, es fehlt das Miteinander. Gestern. Ja. Ja. Wie meinst du das? Das Miteinander fehlt einfach, dass man sich nicht ruhig hinsetzt und wirklich miteinander redet. Es gab zwei Abende, die waren sehr, sehr kurz gefasst. Der eine Abend bestand aus der Hälfte mit Seilspannen und Spiele spielen, um uns kennenzulernen. Wir kennen uns in dieser Straße, wir nehmen uns wahr und wir wissen voneinander. Da war kein Miteinander, das war einfach nur ein Referat, wie es zu laufen hat und was geplant wird, und damit war die Sache erledigt. Und beim zweiten Mal gab es einfach eine Redezeit pro Viertel in diesem Saal von drei Leuten. Das ist kein Miteinander. Man kann sich nicht austauschen. Und das Schlimmste ist, wenn mir jemand sagt, es tut mir ganz fürchterlich leid, ich traue es mir gar nicht sagen, aber ich bin für die Fußgängerzone. Das ist für mich, das ist ein No-Go. Man muss miteinander reden dürfen und es darf auch jeder seine Meinung haben. Aber man muss miteinander reden. Aber es nutzt ja nichts, wenn wir untereinander reden, weil ich habe das Gefühl, es ist geplant und es soll so durchgezogen werden. Bums aus. Und das ist kein Miteinander. So jemanden habe ich nicht gewählt. Wenn du jetzt sagst, es ist kein Miteinander und es ist aber auch so eine Art, wir machen Seilspannen und lernen uns kennen, dann ist es die Methodik falsch. Dann welche Methodik würdest du dir wünschen, dass es effizient das Miteinander zu einer Lösung führt? Ich glaube, dass es geschickt wäre, wenn man verschiedene Vertreter an einen Tisch setzt, die für die Fußgängerzone sind, die gegen die Fußgängerzone sind. Ein Saal mit 100 Leuten, da kommt man nicht weit, ganz klar, das geht nicht. Aber dass es einfach verschiedene Gruppen gibt, die sich zusammenschließen, ihren Vertreter haben und man setzt sich dann an den Tisch und findet einfach eine richtige Lösung. Das wäre für mich ein Miteinander. Und es wäre auch mal eine andere Perspektive. Ja, absolut. Aber du hast gestern gesagt, darf ich das wiederholen? Politiker brauchen einen Stachel im Arsch. Oje, oje, oje. Ja, brauchen sie. Ich glaube, und zwar jeweils einen von anderen Parteien. Das schadet schon nicht, wenn jeder so auf den anderen schaut und jeder so ein bisschen pain in the ass ist. Das schadet nichts. Dann kann nicht jeder alleine einfach herrschen und machen, was er will, über die Köpfe aller hinweg. Nein, so läuft nicht die Demokratie in meinen Augen. Du hast aber gestern auch dazu gesagt, dass der Stachel gut ist, aber dass man dann auch aufeinander hören soll. Momentan ist es ja so, wie du auch gerade geschildert hast, es kommt von oben herab und sie hören nicht auf uns und sie ziehen es durch. Ja. Wie denkt ihr darüber? Also irgendwie fühlt man sich ja da hilflos. Man kann nichts mehr machen, egal was ich tue, es kommt. Genau so ist es. Also eigentlich brauche ich da nichts hinzufügen. Ich habe das Gefühl, es wurde so beschlossen und
ob jetzt die anderen dagegen sind oder nicht oder der Bürger dagegen ist, das interessiert keinen. Ich meine, es gibt ja auch viele, die für die Weißenburger Straße Fußgängerzone sind. Aber es müssen einfach auch die gehört werden, die dagegen sind. Und es kann nicht einfach durchgezogen werden. Und ich bin der Meinung, die Politiker sind gewählt, damit sie im Namen der Bürger agieren. Und das habe ich gerade nicht das Gefühl, dass im Namen des Volkes irgendwas beschlossen wird, sondern ja, das findet man gut, das machen wir so. Und das ist auf dem Reißbrett und in der Theorie, aber das war's dann. Das ist super. Wie, liebe Sabine, wie die Weißenburger Straße hat ja einen Charme auch durch einen Laden wie deinen, weil ihr besondere Dinge anbietet. Wie hast du als Einzelhändlerin, wie siehst du dich, wie seht ihr euch in der Weißenburger Straße, die so besondere kleine Läden sind, wo man gern herkommt, die man woanders nicht findet? Ich liebe diese Vielfalt. Ich hoffe, dass diese Vielfalt bleiben kann. Aber diese Vielfalt lebt auch davon, dass man mit dem Auto herfahren kann. Viele kommen von außerhalb, bleiben nur 1-2 Stunden, fahren wieder weg. Kommen die Nächsten, bleiben 1-2 Stunden, laden das Auto ein, fahren wieder weg. Also es ist einfach ein permanenter Wechsel auch an Autos. Und man braucht einfach eine Straße hier, wo man mit dem Auto reinfahren kann, um was abzuholen. Sei es nun beim Viani die Weinkisten, beim Butlers die großen Tische oder beim Bettenlenz. Ich meine, 3 Daunendecken fährst du nicht mit dem Fahrrad hierher zum Reinigen. Geschweige denn von unseren Keramiken. Ich meine, manche haben nur 2-3 Keramiken, aber wir haben ja ganze Events hier und die müssen mit dem Auto vorfahren können. Und das wäre wirklich schade, wenn das verloren geht und wenn da Läden zumachen müssen, insbesondere der Edeka. Wie meinst du das? Es ist Hörensagen. Aber die Zufahrt in die Straße soll dann ja nach Gewicht der Autos berechnet werden. Und es war ein Edeka-Vertreter bei einer der Besprechungen beziehungsweise bei einer dieser Sitzungen und hat das mal kurz hochgerechnet, wie viel Tausende Euro das kosten soll, dass der LKW da reinfahren darf. Und die Antwort des Mannes war einfach nur, dann werden wir wohl zumachen müssen. Und die Antwort aus eines Herrn war dann, naja, es gibt ja noch den Alnatura im Laden, in der Straße. Und also das ist einfach keine Antwort. Und das geht doch nicht. Ich kann dann einfach sagen, naja, dann mach die halt zu. Wer nicht überlebt, der macht zu. Es ist überall Wechsel und Wandel. Wir haben uns das alle hier erarbeitet. Hypnotik gibt es seit, glaube ich, 30 Jahren. Den Bettenlenz weiß ich nicht, aber Philosophie, wir sind so lange hier. Und das wäre wirklich schade. Ein anderes Thema sind auch bei uns, aber bei euch auch, die Handwerker. Auch die. Es gibt ja dieses Gleichheitsprinzip. Ich sehe das nicht gewährleistet, wenn der Handwerker 15 Euro zahlen muss dafür, dass er reinfahren darf. Und wir müssen das zahlen, weil der Handwerker wird das sicherlich auf die Rechnung umlegen. Die umliegenden Straßen aber nicht. Ich meine, wieso muss ich 15 Euro mehr für einen Handwerker zahlen als irgendjemand anders sonst? Also finde ich extremst unfair. Vor allem habe ich heute hier einen Stromausfall oder einen Wasserschaden. Muss ich 14 Tage vorher den Handwerker anmelden? Wie soll denn das gehen? Kann ich jetzt 14 Tage lang dann den Laden zusperren, keinen Strom haben, kein Wasser haben? Also das geht einfach nicht. Die müssen spontan jederzeit reinfahren können und zwar kostenlos, sodass wir in der Weißenburger Straße nicht mehr zahlen müssen als alle anderen. Liebe Sabine, wir haben ja auch mehr konsumfreie Flächen, die da auf der Agenda stehen für die Fußgängerzone. Mehr Blumenbeete, aber auch so Beete, wo man sein eigenes Gemüse ernten kann, wie in der Kolumbusstraße. Wie stehst du dazu? Ja, also ich habe die Pläne gesehen, die Pläne schauen sehr, sehr schön und romantisch aus. So viel Grünflächen, wie es hier gibt, frage ich mich, wer soll die gießen, wo kommt das Wasser her? Das andere ist, ich habe nicht einen Mülleimer in dem Plan gesehen, nicht einen. Jetzt soll ganz viele Verweilflächen geben, wo bleibt der Müll? Ich möchte nicht jeden Tag hier mit dem Müllsack vor die Türe gehen müssen, um erst einmal hier meinen Eingang frei zu machen. Das andere ist,
so viel Sitzflächen wie da, also das war alles, in meinen Augen ist es viel zu romantisch, aber um das geht es jetzt auch nicht so. Aber diese Hochbeete, im Scherz habe ich bei einem dieser Treffen noch gesagt, ich hätte bitte gern Radiesel und Erdbeeren vor meiner Türe, aber grundsätzlich, ich möchte keine Erdbeeren essen, wo ich nicht weiß, wer abends, nachts an dem Beet war. Es ist eine Romantik. Wer soll sich darum kümmern? Wenn die keiner erntet, dann verfault das Ganze. Also wer macht das? Wer zahlt das? Das muss ja irgendwo gepflegt werden. Das ist einfach eine Romantik, die in meinen Augen nicht durchzusetzen ist. Dörflicher Charakter in der Weißenburger Straße. Ja, aber dann hätte ich auch gern einen Zaun rum und ein paar Schafe hier drinnen. Dann können wir gerne vom Dorf reden. Aber ansonsten ist das alles einfach nur Romantik. Wir haben ja dieselbe Thematik im Tal und uns Anwohner ärgert, dass der Müll, den die Touristen bringen, wir bezahlen. Seit Corona haben sich die Verweilflächen, konsumfreien Flächen, To-Go-Müll verdreifacht. Und wir Anwohner im Tal haben jetzt auch gefordert, dass wir sagen, wir wollen den Müll der Gäste nicht bezahlen. Es ist aber in der Satzung geregelt, dass wir den Müll bezahlen. Es wird vielleicht auch auf euch zukommen. Da fehlen mir jetzt hier die Worte. Also wie gesagt, das ist was, wo ich mich ja immer dagegen verwehre, dass nicht ein Mülleimer eingezeichnet ist. Ich meine, wir werden sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so viel Tourismus hier haben, aber es gibt einfach ganz viel. Bei all diesen Verweilflächen werden einfach auch viele Leute abends und nachts hier bleiben und es wird sich der Müll häufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist natürlich eine sehr unfaire Sache, wenn das dann an uns hängen bleibt, sowohl zum Zahlen als auch an der Arbeit, das zu entfernen. Also ja, wir werden sehen. Was würdest du dir von der Politik wünschen, vom Bezirksausschuss, von den Stadträten, wenn du einen Wunsch frei hättest, wie es werden soll? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir eine ordentliche Einbahnstraßenregelung wünschen mit breiteren Fußwegen, einer permanenten Be- und Entladezone. Natürlich fallen viele Parkplätze weg, ist leider so. Vielleicht lässt sich da eine Regelung finden. Und einfach das Ganze nochmal sich an einen Tisch setzen mit einem ordentlichen Ton, nicht von oben herab. Und einfach das Für und Wider diskutieren und sich nicht einfach so kategorisch gegen eine Alternative aussprechen. Das würde ich mir wünschen, dass man einfach nochmal redet und schaut, dass einfach auch Frieden einkehrt. Ich habe das Gefühl, das Viertel spaltet sich und das finde ich gerade sehr, sehr schade und tut mir auch wirklich in der Seele weh. Ihr seid ja auch nicht gegen den Klimaschutz. Es sind ja 80-90% der Menschen in München sehen, dass was getan werden muss. Und die Idee ist ja eigentlich, dass man Fußgängerzone macht und das beruhigt auch aufgrund von Klimathematiken. Naja, aber Klimaschutz hin oder her. Und ich meine, wir kriegen hier auch die große Rechnung hier, wie toll das ist, wenn hier keine Autos mehr durchfahren. Aber die Anwohner und die hier parken, die müssen hier rumfahren. Das heißt, die werden dann stundenlang suchen. Und das stößt irgendwie kein CO2 aus. Also was ist der Klimaschutz? Das ist eine Milchmädchenrechnung. Die fahren hier nicht durch, die fahren dafür 10-mal durch die Pariser Straße und durch die super enge Sedanstraße. Das wird der Super-GAU mit dem Gegenverkehr. Oder das Parken, die werden dann alle vorne ums Rondell rundum parken. Wo sollen sie denn auch stehen bleiben? Also Klimaschutz, also das ist einer der Punkte, den lasse ich überhaupt nicht gelten für die Weißenburger Straße. Überhaupt nicht. Was zählt dann für die Weißenburger Straße? Für mich oder was? Ja, allgemein, wenn wir sagen, Klimaschutz lässt du nicht zählen, was zählt für die Weißenburger Straße als Argument, wenn wir versuchen, wir wollen die anderen noch verstehen, die andere Perspektive? Ich verstehe die andere Perspektive nicht. Das ist in meinen Augen ein total romantisches Denken, eine Fußgängerzone zu machen mit Fahrrädern, die nur in Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Bist du schon mal in Schrittgeschwindigkeit Fahrrad gefahren? Du fällst um. Ja. Das Quatsch ist das. Und ohne Regelung haut das nicht hin. Auch, wie gesagt, spielende Kinder. Ich meine, ich lebe hier auch von Kindern. Aber spielende Kinder, während trotzdem die Autos durchfahren und die Fahrräder durchfahren, du musst immer aufpassen. Es ist einfach eine Romantik, die nicht umzusetzen ist. Es wird eher Ärger geben und Streit geben. Ich sehe es nicht als so eine tolle Errungenschaft, wenn ich ehrlich bin.
Und vielleicht. Also dein Laden ist wunderschön. Wann darf man das nächste Mal kommen, um selber das zu bemalen? Wie schaut's aus? Vor Weihnachten seid's ausgebucht, oder? Genau, leider erst ab Januar wieder. Wir sind tatsächlich komplett ausgebucht für dieses Jahr. Was eben auch die Weißenburger Straße ausmacht. Ich war früher in der Sedanstraße und die Weißenburger Straße wird so viel besucht und es kommen einfach ganz viele eben auch leider mit dem Auto angefahren und um was zu holen, um was zu besorgen und wir sind auf einmal so präsent und ja, von daher wäre es schön, wenn es in etwa so bleiben könnte. Was ist denn deine Lieblingsskulptur hier? Hast du eine? Die Müsli-Schüssel. Die Müsli-Schüssel? Könntest du uns die mal zeigen? Das ist die da. Diese Müsli-Schüssel. Die Bassano. Genau. Toll. Ja. Das ist die schönste Form im Laden, finde ich persönlich. Vielen, vielen Dank. Also wir können wirklich auch deinen Laden empfehlen. Das ist total hübsch. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Miteinander. Und schauen wir mal, wie wir die schöne Straße erhalten können. Wir helfen mit aus dem Tal und ja. Vielen, vielen Dank. Bitte gerne. Dankeschön.